Alter, Mann. Manche Leute haben echt keine Hobbys. Nein. Reis. Okay, ich glaube, ich werde sterben. Ich muss schwimmen und überall sind Leute, die auf mich schießen. Also, ich habe Full Energy und irgendwie schwimme ich trotzdem todeslangsam. Weil ich meine, eigentlich bringt Energy, meine ich, auch beim Schwimmen was. Soweit ich weiß. Ich meine ja, wenn du komplett Full Energy anhast, sollte, ich meine, das bringt auch beim Schwimmen was. Obwohl, so langsam bin ich wirklich. Obwohl. Die Zone hat mich gleich. Und ich muss noch so 200 Meter schwimmen oder so. Nicht mal eigentlich, glaube ich. Aber ich glaube, man ist wirklich schneller mit Dingens. Okay, ich bin tot. Alter! Die Zone, das ist gerade mal die dritte Zone, glaube ich. Oder die vierte, nein, eigentlich die dritte. Zieht 1 Zentimeter Leben ab. Haben die den Zonschaden erhöht? Ja, ich bin tot. Ich sterbe jetzt an der Zone. Pam, tot. 11. Platz, 109 Punkte. Die anderen müssen hundertprozentig sterben. Die einen, die mich vorhin gefightet, die beiden, die mich da angeschossen haben und so, die sind hundertprozentig gestorben. Die sind noch später los als ich und da war kein Boot, glaube ich. Ach so, ich bin schon raus. Das ist, ich weiß nicht, ob das die vierte Zone schon war. Ich glaube aber noch nicht. Wir sind zur ersten gefahren. Danach kam die zweite. Da war ich auch schon drin. Und dann kam die dritte. Ja, anscheinend haben die den Zonschaden, glaube ich, geändert. Sieht danach aus. Bei Dingens, hier, wie heißt das? Die dritte Zone. Und normalerweise macht die ja auch so viel Schaden ungefähr wie die erste. Und wenn man länger drin ist, fängt die an, so richtig Schaden zu machen. Ich habe direkt 1 Zentimeter Leben verloren. Das haben die locker geändert, damit nicht mehr so viele Leute dann vielleicht in den Zonen campen. Oh fuck. Heavy Waffen wechseln, es geht. Okay. Keine Ahnung.
Oh, ist gar nichts in diesem Spiel, glaube ich. Wird schon gut gehen. Jeden zweiten Freitag von 20 Uhr bis Montag. Deine? Das sieht doch. Obwohl. Nein, das ist immer dein Arbeitsspeicher. Willst du? Können wir machen. Dann let's go. Alle sind zwar Military-Biker. Wir könnten durchfahren, aber keine Ahnung. Willst du durchfahren oder nicht? Alter Mann, hier gehen. Lass mal wegfahren, lass durchziehen. Hier sind zu viele. Hier sind richtig viele. Die ganze Luft ist voll mit Menschen. Ich hab schon ein Auto. Ich gehe nach hinten weg. Zur Brücke. Bei der Brücke sind immer Autos. Das sind locker 20 Leute oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind über 20 Leute. Fuck, das Auto ist broke. Ah, das sah aus wie ein Heiles Auto. Nein, das war so ein anderes. Das sah ein bisschen aus wie ein Dacia, aber das komplett broke. Die Jeeps, finde ich, erkennt man, aber das Ding, Alter, das sah von oben aus, das hat noch so geglänzt, halt wie ein orangener Dacia. Aber ich habe ein Motorrad, ich muss nur weit hinlaufen. Siehst du da unten die Straße runter? Es müsste eigentlich ein Motorrad sein. Ich auch. Und? Ach, willst du trotzdem hier durch? Ich würde Dingens durchziehen jetzt schon. Wir könnten ja theoretisch. Obwohl, warte, wo ist das Flugzeug lang gefahren? Ist das so schräg hier hoch oder ist das geradeaus hoch? Sonst könnten wir einfach nach George Paul auf die andere Seite oder so. First Person ist so witzig, ne? Motorradfahren ist richtig witzig, finde ich. Ach, du musst ja alles sehen. Ich kann nur nach vorne, warte, ich kann vielleicht so auch nach hinten schauen. Jo, stimmt, man kann nach hinten schauen und dann hat man keinen Kopf. Das meinte Ruben, glaube ich, gestern schon. Man sieht so einfach nur so einen Hals. Wohin sollen wir dann? Nach Silvani, aber Silvani, ich weiß nicht genau, ob da das Flugzeug drüber geflogen ist oder irgendwie da in der Nähe. Wir könnten einfach nach George Paul, ja. Irgendwo, entweder vorne oder hinten, oder ist egal.
Junge, es sind 20, die Hälfte der Leute sind, oder ein Drittel, nein, das ist ja ein Fünftel, ne? Ja, ein Fünftel der Leute sind schon, oder über ein Fünftel, sagen wir mal, ungefähr ein Drittel ist beim Military rausgegangen, Mann. Jetzt gleich heißt es wieder nur so, oh, mein Spiel ist abgestürzt. Paul, wir fahren gegen einen Baum. Paul. Ich weiß, alles gut. Aber weißt du, so wird es sich anhören, wenn du disconnectest. Warte, oben war die ganze Zeit noch in dem Channel. Aber er meinte, er ist jetzt offen. Streamst du, wieso streamst du immer auf YouTube? Du hackst doch hier gerade gar nicht. Wieso hältst du an? Hä? Mach doch dann einfach Stream aus.